Morgen, Freunde. Und zwar ist es hier mega windig. Ich bin gerade unterwegs. Hier natürlich fresh am Start. Mit einer Deadstock-Hose, mit so einem Gucci-Stripe hier an der Seite. Und dem Undefeated natürlich. Dazu auch ein passender Hoodie. So, des Weiteren haben wir natürlich hier ein Paket von InScope 21. Der hat ja natürlich seine eigene Klamottenmarke mittlerweile. Und zwar habe ich mir zwei Hoodies davon bestellt. Die sehen auf jeden Fall sehr, sehr nice aus. Und ja, wie gesagt, ich habe euch ja gerade die Parfüme vorgestellt. Die werden wahrscheinlich in einem anderen Video sein, kann ich ja irgendwo verlinken. Dann würde ich mal sagen, machen wir das Paket hier auf. Ist heute per DPD gekommen. Rechnung hier am Start. So. Auf jeden Fall hier der erste Hoodie und der zweite. Ich würde mal sagen, wir machen den ersten auf. Der Stoff ist auf jeden Fall gut. Hier auf jeden Fall das Logo, ja, am Hals. Sonst eigentlich ein stinknormaler Hoodie. Nur hier unten noch ein Text geprintet. Ist auf jeden Fall sehr, sehr nice. Und ja, mehr kann man dazu eigentlich auch nicht sagen. Ich habe den mir in Größe L oder XL bestellt. Ich glaube, das ist XL. Ich habe den, hier genau steht's. Ich habe ihn mir in XL bestellt. Werde ich auf jeden Fall noch anziehen. Dann seht ihr das Ganze auch. Hier steht auch nochmal der Text. Dann würde ich auch schon sagen, machen wir den zweiten auf. Der zweite gefällt mir eigentlich persönlich mehr, da man hier den Hals geschützt hat und ich sowieso sehr anfällig bin. Wenn es mal draußen etwas kälter ist oder windiger, dann kriege ich direkt Halsschmerzen. Hier auf der, ja, auf der Schulter, am Nacken, dieser Print. Hier unten ist noch mal ein anderer Stoff, sehr, sehr geil. Auf dem Rücken ist natürlich hier wieder der Text eingearbeitet, sehr, sehr edel. Also der gefällt mir auf jeden Fall mehr, den feiere ich richtig. Auch in Größe XL habe ich mir den bestellt. Ja, hier steht es nochmal in XL. Und wie gesagt, den feiere ich auf jeden Fall richtig. Ich weiß jetzt gar nicht, was die zusammen gekostet haben. Der vielleicht 100 und der andere 60 Euro oder so. Also 160 Euro oder so. Wie gesagt, lohnt sich aber auf jeden Fall. Hier unten habt ihr nochmal Bändel zum Zuziehen. Ja, die wahrscheinlich eher der Optik dienen. Ich muss schon sagen, der sieht auf jeden Fall mega nice aus, werde ich anziehen und dann sehen wir uns gleich. Also willkommen zu einem weiteren Video und zwar habe ich mir ja etwas von InScope bestellt und zwar zum einen diesen Oversize Sweater, ja, mit dem Logo hier am Kragen und hier nochmal, ja, ein kurzer Text geprintet. Auf der Rückseite nichts Besonderes, den Sweater feiere ich auf jeden Fall mega und der andere hat mich auf jeden Fall auch nicht enttäuscht. Ich bin sowieso ein Anfälliger auf Halsschmerzen, wenn es draußen mal ein bisschen windiger ist oder allgemein kälter, neige ich schnell dazu, Halsschmerzen zu bekommen und da hilft dieser hohe Kragen natürlich Abhilfe. Wie gesagt, ich würde jetzt mal die zwei Sachen anziehen. Gerade bin ich hier in einem Kollega-Look von Deus Maximus, von dem neuen Drop. Feiere ich auf jeden Fall heftig. Nochmal auf den Schultern natürlich das Logo hier geprintet mit dem hohen Kragen. Den könnt ihr
aufmachen oder zumachen oder einfach umklappen. Wie gesagt, so ihr das Ganze tragen möchtet. Auf der Rückseite ist hier nochmal dieser Spruch in die Mitte eingefügt. Wie gesagt, das Ganze kostet 100 Euro. Feier ich auf jeden Fall. Wie gesagt, vom Schnitt her finde ich den auf jeden Fall richtig, richtig geil. Den habe ich, glaube ich, in der Größe XL oder so. Man merkt auf jeden Fall, dass ich Nico und Tim natürlich hier mit der Modeszene ein bisschen auseinandergesetzt haben. Das sieht man auf jeden Fall an den Klamotten. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da und folgt mir auf Instagram. Peace.